Am häufigsten operiere ich Kampaltunnelsyndrom oder eine oder mehrere Schnappfinger, aber auch Sehenscheidenstenosen oder Ganglienoperationen führen wir häufig durch, genauso auch eine Dupuytren'sche Kontraktur. Das sind typische ambulante Weichteileingriffe. Im stationären Bereich operiere ich viele mit fehlverheilten Brüchen, zum Beispiel im Handgelenk oder im Handwurzelbereich. Aber ich sehe auch viele Patienten mit Arthroseproblemen, zum Beispiel im Bereich Daumensattelgelenk. Da setzen wir häufig kleine Implantate ein, wie zum Beispiel die Daumensattelgelenkprothese. Dazu sagen unsere OP-Schwestern Mäusehüfte. Aber ich sehe auch Patienten mit frischen Verletzungen, zum Beispiel Frakturen im Handgelenk-Handwurzelbereich. Diese Patienten werden häufig in den Krankenhäusern nicht mehr primär operiert, sondern erstmal in einen Gips ruhig gestellt, sodass sie dann auch zu uns kommen auf Empfehlung. Und wir haben ein sehr flexibles Team, sodass wir auch diese Akutverletzungen auch im Krankenhaus gut behandeln können. Ich führe häufig arthroskopische Eingriffe im Handgelenkbereich durch. Ich versuche auch komplexe Probleme wie zum Beispiel Bandverletzungen oder Instabilitäten im Handgelenkbereich arthroskopisch zu operieren. Das hat einen großen Vorteil für die Patienten. Die Eingriffe gehen mit weniger Weichteilverletzung einher. Patienten haben eine schnellere Heilung. Für uns ist der technische Aufwand größer, aber das lohnt sich. Ich sehe oft Patienten mit einem Tennisellenbogen, bei denen die konservative Therapie keine Verbesserung gebracht hat. Bei diesen Patienten sehen wir bereits Schädigungen meistens im Sehnenansatzbereich oder auch am Bandansatzbereich am Ellenbogen oder auch gelenkseitige Probleme wie zum Beispiel Schleimhautentzündungen oder Knorpelablösungen. Ich sehe aber auch Patienten mit Nervenkompressionssyndrom im Ellenbogenbereich oder auch Arthrose oder auch Frakturen, zum Beispiel eine Speicherköpfchenfraktur. Diese Patienten versuchen wir minimalinvasiv zu behandeln. Sowohl ein Nervenkompressionssyndrom kann man inzwischen endoskopisch angehen oder eben auch Arthrose oder auch Brüche arthroskopisch assistiert behandeln.